Ein Rätsel, ein Buch voller Widersprüche und Geheimnisse, ein Buch voller Fragen. Finden wir hier Weissagungen? Verrät sie uns etwas über das Schicksal der Menschheit? Abraham, hatte er bereits eine Begegnung mit Außerirdischen? Wurde ein biblischer Prophet sogar Zeuge der Landung eines Raumschiffes? Bibelforscher beschäftigt seit 2000 Jahren die Frage, hat Jesus die Kreuzigung überlebt, geheiratet, Nachkommen gezeugt, die heute noch unter uns leben? Die Bibel, das Buch der Bücher, ein heiliges Buch. Viele sagen heute, das interessiert mich nicht. Die Bibel ist nur ein dickes Märchenbuch, lauter erfundene Geschichten. Wer diese Ansicht vertritt, liegt völlig falsch. Wie sensationell die Storys der Bibel wirklich sind, die mich im Übrigen erst auf die Spuren der Außerirdischen gebracht haben, das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Hier, an meiner ehemaligen Schule, am Jesuitencollege Saint-Michel in Fribourg in der Schweiz, hat nämlich alles begonnen. Während meines Studiums all dieser biblischen Schriften fand ich einen Text besonders fantastisch und faszinierend. Das Buch Hesekiel. Am fünften Tag des Monats erging das Wort des Herrn an Hesekiel im Land der Chaldäer. Dort kam die Hand des Herrn über ihn. Ein Sturmwind kam von Norden, eine große Wolke mit flackerndem Feuer, umgeben von einem hellen Schein. Aus dem Feuer strahlte es wie glänzendes Gold. Erstaunliche Sätze, die die Forscher seit Jahrtausenden beschäftigen. Was will Hesekiel uns sagen? Manche meinen, es sind Offenbarungen, das Wort Gottes. Andere sagen, er beschreibt ganz einfach Donner und Blitz und dabei geht die Fantasie mit ihm durch. Was hat Hesekiel wirklich erlebt? Religionswissenschaftler sprechen von einer Vision, sogar von Offenbarungen. Ich kann damit nichts anfangen. Meiner Meinung nach war Hesekiel Zeuge einer Landung eines außerirdischen Fahrzeugs. Was auf Anhieb so spekulativ klingen mag, wird bei näherer Betrachtung der Hesekiel-Texte aber immer glaubwürdiger. Sie sahen aus wie Menschen. Jedes der Lebewesen hatte vier Gesichter und vier Flügel. Ihre Beine waren gerade und ihre Füße wie Füße eines Stieres. Sie glänzten wie glatte, blinkende Bronze. Das Buch von denjenigen brachte mich dazu, die Bibel selbst zu lesen. Denn ich war nicht sicher, dass nicht der mir damals unbekannte Verfasser an dem Text etwas gedreht hatte, um ihn seiner eigenen Theorie anzupassen. Was ich fand, war einmal, dass der Bibeltext nicht verfälscht worden war. Und außerdem fand ich zu meiner großen Überraschung, dass die Lebewesen, die da von oben herunterkamen, gerade Beine und runde Füße hatten, was eine direkte Beziehung zu meiner beruflichen Arbeit hatte. Der 84-jährige Ingenieur Josef Blumrich war Chef des Konstruktionsbüros im NASA Marshall Space Flight Center. Er war unter anderem maßgeblich an der Entwicklung von Skylab, der ersten amerikanischen Raumstation, und der Saturn V-Rakete beteiligt. In diesem Zusammenhang hatten wir einmal für eine hypothetische Mondlandestufe die Landehilfen zu konstruieren. Unsere Lösung war gerade Stoßdämpfer und runde, nach unten etwas gewölbte Teller, die man Füße nennen könnte. Ich hatte also selbst gerade Beine und runde Füße konstruiert. Das größte Problem für Blumrich war zunächst der Entwurf des Flugkörpers. Dann erinnerte er sich, dass die NASA Jahre zuvor bereits solch eine Form entwickelt hatte. Der Test im Windkanal hatte bewiesen, dieser Flugkörper besitzt optimale Eigenschaften für den Eintritt in die Atmosphäre eines Planeten wie der Erde. Ich habe im Laufe der Zeit mit meinen Kenntnissen im Flugzeugbau und Raketenbau viele Elemente meines eigenen beruflichen Lebens in Hesekiels Bericht gefunden. Er beschreibt ja mit erstaunlicher Genauigkeit Vorkommnisse und Dinge,
die ein Laie nicht erfinden und auch nicht kennen kann. Das war der Grund, weshalb ich sehr bald zur Überzeugung kam, dass Ezechiels Bericht echt ist. Zwischen den Lebewesen war etwas zu sehen wie glühende Kohlen. Etwas wie Fackeln, die zwischen den Lebewesen hin und her zuckten. Das Feuer gab einen hellen Schein. Und aus dem Feuer zuckten Blitze. Ich habe dann Berechnungen in Bezug auf den nuklearen Reaktor gemacht, der ja in diesem Fluggerät sein musste. Die Ergebnisse zeigten, dass die Antriebserfordernisse für diesen Reaktor durchaus nicht fantastisch waren, sondern relativ wenig über unseren eigenen Fähigkeiten lagen. Ezechiel ist ein sehr scharfer Beobachter. Er beschreibt dann den Hauptkörper und kommt damit zu dem, was meiner Meinung nach den Höhepunkt seiner intellektuellen und psychischen Leistung darstellt. Oberhalb der Platte über ihren Köpfen war etwas, was wie ein Saphir aussah und einem Thron glich. Auf dem, was seinem Thron glich, saß eine Gestalt, die wie ein Mensch aussah. Ezechiel kommt hier zu dem, was ich die Kapsel des Kommandanten nenne. Er sieht eine Gestalt in ihr sitzen und er beschreibt sie als einen Menschen, einen Mann. Dass er nicht Gott sagt, sondern Menschen, einen Mann, ist die enorme intellektuelle und geistige Leistung Ezechiels. Da hob mich die Kraft empor und ich hörte hinter mir ein Geräusch, ein gewaltiges Dröhnen, als sich die Herrlichkeit des Herrn von ihrem Ort erhob. Mit zwei Flügeln bedeckte jedes Lebewesen seinen Leib. Ich hörte das Rauschen ihrer Flügel. Es war wie das Rauschen gewaltiger Wassermassen. Als Nebenprodukt meiner Studien und Untersuchungen von Ezechiels Bericht stellte sich heraus, dass das Fluggerät, das er gesehen hatte, das er beschreibt, in dem er selbst dreimal geflogen ist, kein interplanetarisches oder interstellares Fluggerät sein konnte. Dafür war es überhaupt nicht ausgelegt. Was Ezechiel gesehen hat, war offensichtlich ein Fluggerät, mit dem die Mannschaft von einem Mutterschiff zur Erde und wieder zurückgebracht wurde. Ich bin sicher, dass das, was der Prophet Ezechiel als Augenzeuge berichtete, sich genau so ereignet hat und eine Begegnung mit Außerirdischen war. Ich glaube, dass es Kulturen und Zivilisationen gibt, die außerhalb unseres Sonnensystems existieren. Was den Bericht des Propheten Ezechiel betrifft, so weiß ich auch heute, nach mehr als 20 Jahren, keinen Grund, warum ich von meiner Überzeugung abweichen sollte. Das Tote Meer. Mit 400 Meter unter dem Meeresspiegel der tiefste Punkt der Erde. Diese Berge in der judäischen Wüste bargen eines der größten Geheimnisse der Menschheit für Jahrtausende. Hier in diesen Höhlen suchten Hirten Schutz vor den Elementen, seit Menschengedenken. Hier im Schatten der Klippen grasten ihre Herden. Im Jahre 1947 machte ein Hirtenjunge in einer dieser Höhlen eine der bedeutendsten Entdeckungen dieses Jahrhunderts. Was er fand, erregt heute noch die wissenschaftliche Welt. In diesen Höhlen, hinter mir, entdeckte man hunderte von Tonkrügen. Sie enthielten Schriftrollen, eingewickelt in Leinen. Die Schriften waren niedergeschrieben auf Pergament und Leder. Und sie enthielten hochbrisante, religiöse Texte. Das sind die weltberühmten Schriftrollen vom Toten Meer. Die Verfasser dieser mysteriösen Dokumente waren wahrscheinlich die strenggläubigen Essener, eine judaistische Glaubensgemeinschaft, die im Zölibat lebte. Sie ließen sich um ca. 134 v. Chr. In der Siedlung Qumran am Toten Meer nieder. Die Entdeckung des Hirtenjungen war der Beginn einer beispiellosen Serie von Manuskriptfunden aus biblischer Zeit. Das Israelische Museum in Jerusalem bewahrt einen Großteil dieser Dokumente auf. Hier werden sie weiter erforscht. Die Schriftrollen enthalten viele Offenbarungen.
Da werden Ereignisse und Phänomene beschrieben, die trotz unserem wissenschaftlichen Gegenwartswissen nicht erklärbar sind. In einem Teil der sogenannten Abraham-Apokalypse liest man sogar von einer Begegnung der dritten Art. Die Bibel, so wie wir sie heute lesen, das ist nicht alles, was es an heiligen Texten gibt. Es gibt Schriften, die wurden niemals der Bibel beigefügt. Fachleute nennen sie die apokryphen Texte, also Dokumente fragwürdigen Ursprungs. Wohl deshalb, weil die darin beschriebenen Ereignisse orthodoxen jüdischen und christlichen Geistlichen nicht passten. Vielleicht, weil sie als zu fantastisch erschienen. Für Erich von Däniken sind diese Texte eine wahre Fundgrube. Zu den altjüdischen Texten außerhalb der Bibel zählt auch die Abraham-Apokalypse. Eine erstaunliche Geschichte. Man erfährt, niedergeschrieben in der ersten Person, Abraham sei abends auf dem Felde gewesen. Er muss etwa 12-jährig gewesen sein. Da sieht er ein Licht am Himmel, hört Lärm, das Licht rast auf ihn zu. Abraham spurtet über das Feld und stürzt zu Boden. Plötzlich wird er gepackt und auf die Beine gestellt. Jetzt erkennt er zwei Wesen und Abraham hält klar fest, Wesen, wie ich sie nie auf der Erde gesehen habe. Die beiden beruhigen den jungen Abraham und sagen, fürchte dich nicht, wir haben nur den Auftrag, dich hochzubringen zum Höchsten. Abraham beschreibt, was geschieht. Er sagt, sie trugen mich bis an der Feuerflammengrenze. Dann stiegen wir hinauf, so wie mit vielen Winden. Ich sehe in der Luft, in jener Höhe, die wir besteigen, etwas wie ein mächtiges Licht. Und er hält fest, nicht zu beschreiben. Und in dem Licht etwas wie Feuer. Und wie sie näher kommen, erkennt er große Gestalten, die sich Worte zurufen, die ich nicht verstehe. Schließlich sagt er, ich aber wünschte, auf die Erde niederwärts zu fallen, der hohe Ort, worauf wir standen. Mal stand er aufrecht, dann aber drehte er sich abwärts. Mal sah ich die Erde oben und dann die Sterne unten. Schöner geht's wirklich nicht mehr in einer uralten Beschreibung. Ich bin überzeugt, hier haben wir es mit einem Fall von Außerirdischen zu tun. Sie holen einen jungen Burschen, bringen ihn hoch. Abraham weiß nicht, wohin's geht, aber es geht eindeutig außerhalb der Erde, denn er möchte ja zur Erde niederfallen. Logischerweise muss es sich um Außerirdische handeln, denn er sagt ja, es waren keine Menschen, sie hatten keines Menschen Atem. Wie er da oben ist, wünscht er niederwärts zu fallen und stellt zudem fest, der hohe Ort habe sich gedreht, mal aufwärts, abwärts, er dreht sich also um die eigene Achse. Jede große Raumstation, die in einem Orbit um die Erde fliegt, muss sich um die eigene Achse drehen. Aber keiner zu Abrahams Zeiten konnte dies wissen. Dem Text muss ein echtes Erlebnis zugrunde liegen. Es gibt noch mehr Beweise. In der Genesis, im ersten Buch des Alten Testaments zum Beispiel. Hier wird die Geschichte der Städte Sodom und Gomorra erzählt. Ihre Bewohner leben ungeniert freizügig. Das ist Gott ein Dorn im Auge. Er will beide Städte und alle Einwohner vernichten. Seinen Entschluss teilt er Abraham mit. Der bittet doch erst zu prüfen, ob nicht wenigstens ein paar sittsame Menschen in den Städten leben. Mit Erfolg. Gott schickt zwei Engel in Männergestalt als Kundschafter nach Sodom. Und tatsächlich, sie begegnen einem untadeligen Mann. Sein Name ist Lot. Freundlich bittet er sie in sein Haus. Doch die Engel, ungewöhnlich attraktive Männer, haben auf dem Weg durch die Stadt bereits viele begehrliche Blicke auf sich gezogen. Die Menschen versammeln sich vor Lots Haus und rufen anzüglich, er solle die beiden herausschicken. Für Gott steht jetzt fest, das Urteil wird doch vollstreckt. Nur Lot und seine Familie werden verschont. Als
bereits die Sonne über dem Land aufgegangen war und Lot in Zoar angekommen war, ließ der Herr auf Sodom und Gomorra vom Himmel herab Schwefel und Feuer regnen. Er vernichtete von Grund auf jene Städte und die ganze Gegend, auch alle Einwohner der Städte und alles, was auf den Feldern wuchs. Am darauffolgenden Tag wollte Abraham Sodom besuchen. Vermutlich wanderte er auf einem steinigen Pfad wie diesem hier. Aber dort, wo sich Sodom und Gomorra befunden hatten, sah Abraham nur noch Rauch aufsteigen. Hier, am Toten Meer, soll sich das Drama von Sodom und Gomorra abgespielt haben. Aber wie? An der Geschichte von Sodom und Gomorra, wie wir sie in Genesis finden, muss ein Körnchen Wahrheit dran sein. Es ist sehr ungewöhnlich, dass biblische Geschichten nur aus Erfindungen bestehen. Je mehr Archäologen dort draußen arbeiten, desto mehr werden sie erfahren, dass es echte historische Daten gibt, die geborgen werden können. Wenn die Existenz der beiden Städte nun bestätigt ist, wie wurden Sodom und Gomorra dann zerstört? War es göttliche Strafe oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Der Ort, der mit Gomorra in Verbindung gebracht wird, ist mit einer meterdicken Aschenschicht bedeckt, was eindeutig darauf hindeutet, dass die Stadt ihr Ende in einem feurigen Inferno fand. Der Beweis, dass Sodom und Gomorra wirklich in einer Katastrophe untergegangen sind. Aber welcher Art war die Katastrophe? Geologen sagen, hier habe sich ein Erdbeben abgespielt. Selbst wenn, woher wussten denn die beiden Engel, die Lots Familie warnten vom Erdbeben und vom exakten Zeitpunkt? Ich glaube eher, dass Sodom und Gomorra mit einer Massenvernichtungswaffe, vielleicht sogar mit einer Art Kernwaffe, ausgelöscht wurden. Nur so lässt sich die totale Verwüstung über Jahrtausende hinweg erklären. Die Engel kannten den genauen Zeitpunkt der Katastrophe, denn sie hatten ja den Countdown selbst bestimmt. Wer überleben wollte, wie die Familie Lot, musste sich einige Kilometer vom Explosionszentrum entfernt und unbedingt im Gebirge aufhalten. Ja, und das war mit Frau Lot. Die drehte sich um und starrte direkt in die Atomsonne. Wozu aber der ganze Aufwand? Vermutlich wollten diese Engel, meiner Meinung nach Außerirdische, eine ihnen unangenehme menschliche Brut vernichten. Hier in der Umgebung des Toten Meeres haben sich viele Dramen des Alten Testaments abgespielt. Dafür gibt es einen historischen Grund. In Palästina prallten die Kulturen dreier Kontinente aufeinander. Die historische Stadt Jericho war Schauplatz eines solchen Dramas. Eine Stadt mit hohen Mauern, denn zu biblischen Zeiten war Jericho ein wichtiger militärischer Vorposten. Der archäologische Beweis für diese Stadt liegt unter meinen Füßen, bedeckt mit dem Schutz späterer Siedlungen. Im Buch Josua erfahren wir die erstaunliche Geschichte von Jericho mit seinen gewaltigen Mauern. Sie sollen über 7 Meter dick gewesen sein. Die Israeliten belagerten Jericho, waren aber nicht in der Lage, die Stadt einzunehmen. Dann sprach Gott zu Josua: Du sollst mit allen Kriegern um die Stadt herumziehen und sie einmal umkreisen. Das sollst du 6 Tage lang tun. 7 Priester sollen 7 Widderhörner vor der Lade hertragen. Am 7. Tag sollt ihr 7-mal um die Stadt herumziehen und die Priester sollen die Hörner blasen. Wenn das Widderhorn geblasen wird und ihr den Schall hört, soll das ganze Volk in Kriegsgeschrei ausbrechen. Josua tat, was ihm aufgetragen war, und befahl seinen Truppen, Gottes Befehl auszuführen. Als das Volk den Hörnerschall hörte, brach es in lautes Kriegsgeschrei aus. Die Stadtmauer stürzte in sich zusammen und das Volk stieg in die Stadt hinein, jeder an der nächstbesten Stelle. So eroberten sie die Stadt. Eine Mauer, mehr als 7 Meter dick, fiel zusammen, weil Soldaten Lärm machten und ein paar Trompeten ertönten? Dass die Stimme eines Opernsängers ein Glas zerschmettern kann, ist bekannt.
Könnte dasselbe Prinzip auch bei einer massiven Mauer wirken? Der Physiker Costa Glaretas testet den zerstörerischen Einfluss von Schallwellen auf Satelliten, die während des Starts von Raumfähren ungeheuren Geräuschpegeln ausgesetzt sind. Hier wird der eigentliche Schall erzeugt. Das Herz des Systems ist ein Luftdruckwandler. Luft wird durch diesen Mechanismus gepumpt. Dabei werden ca. 30.000 Watt Lautstärke erzeugt. Dann durch diesen Trichter in die unter uns liegende Versuchskammer geschickt, wo wir das eigentliche Experiment durchführen werden. Schallwellen, die durch den Lautsprecher dringen, bringen die Luft in der Kammer zum Schwingen. Die Luft trifft auf das Testobjekt und erzeugt Vibrationen. Wenn man einen 100 Watt Lautsprecher nimmt, bedeutet das, dass die akustische Energie nur 10% davon ist, also gerade mal 10 Watt von diesem Lautsprecher. Um auf die vollen 30.000 Watt zu kommen, bräuchte man also 3.000 solche Lautsprecher. Jetzt fahren wir die Lautstärke langsam nach oben. Wir sind jetzt bei einer Frequenz von ungefähr 90 Hertz angelangt. Okay, bei 30.000 Watt ist die Mauer eingestürzt. Wir haben also die richtige Frequenz gefunden. Enorm starke Schallwellen müssen also genau die richtige Frequenz erreicht haben, um die Mauern von Jericho zum Einsturz zu bringen. Laut Bibel soll sich der Angriff um 1450 vor Christus ereignet haben. Aber wer anders als Außerirdische konnte damals schon etwas über die enorme Wirkung des Schalles wissen? Übrigens hat die Rüstungsindustrie eine neue Superwaffe entwickelt, eine Schallkanone, deren Zerstörungskraft 100-mal stärker ist als diejenige in unserem eben gezeigten Experiment. Gibt es in der Bibel geheime Botschaften? Was sagt sie über unsere Zukunft? Ist Jesus wirklich am Kreuz gestorben? War die Auferstehung vielleicht nur ein geschickter Betrug? Wie Sie wissen, bin ich ein neugieriger Mensch. Und je mehr ich in der Bibel forsche, desto öfter entdecke ich Spuren ganz anderer Art. Erst kürzlich ist man auf etwas gestoßen, das bei erster Betrachtung schier unglaublich erscheint. Es sind Offenbarungen, die im Text des Alten Testaments enthalten sind. Doch dazu müssen wir uns nach New York begeben. Hier lebt der Journalist und Autor Michael Drosnin. Mit seinem Bestseller Der Bibelcode hat er heftige Kontroversen ausgelöst. Seine These: In der Bibel sind geheime Botschaften versteckt. Der Code wurde von dem berühmten israelischen Mathematiker Eliyahu Rips entdeckt, dem führenden Experten in der Gruppentheorie, welche die Grundlage für die Quantenphysik bildet. Der Code wurde von Mathematikern in der ganzen Welt und einem erfahrenen Entschlüsseler des US-Verteidigungsministeriums bestätigt. Im Grunde ist der Code sehr einfach. Dr. Rips nahm den gesamten originalen hebräischen Text der ersten 5 Bücher der Bibel, eliminierte alle Leerzeichen zwischen den Worten und programmierte dann einen Computer, der in diesem Strang von Buchstaben nach neuen Informationen suchte, Namen, Daten, Orte, die von diesem Sprungsystem ans Licht gebracht wurden. Man springt in Blöcken von 5, 10, 100 oder andere gleiche Anzahlen von Buchstaben nach vorne und neue Informationen kommen zum Vorschein. So soll zum Beispiel die Ermordung des israelischen Premierministers Yitzhak Rabin zu erkennen gewesen sein. Ein Jahr bevor Rabin ermordet wurde, fand ich seinen Namen verschlüsselt im Alten Testament. Ich sah, dass die Worte "Attentäter, der töten wird" einen Schnittpunkt mit seinem Namen bildeten.
Es war so klar wie der Tag und weit von der höchsten rechnerischen Wahrscheinlichkeit entfernt, die der Computer ermitteln konnte. Ich flog nach Israel und traf mich mit Rabins engstem Freund, einem prominenten israelischen Schriftsteller, der den Premierminister noch am selben Abend anrief und Rabin meinen Brief überbrachte. Ich sagte dem Premierminister, dies sei sehr ernst zu nehmen, weil die Ermordung von John und Robert Kennedy sowie Anwar Sadat ebenfalls in der Bibel verschlüsselt seien. Und ein Jahr später wurde er ermordet. Im selben Jahr, wie es der Bibelcode vorausgesagt hatte. Und ich sagte, oh mein Gott, es stimmt. Und der Schock, dass der Bibelcode Wirklichkeit war, überschattet beinahe seinen tragischen Tod. Jerusalem ist die bedeutende Weltstadt, die mit atomarem Holocaust und Weltkrieg verschlüsselt in Verbindung gebracht wird. Es läuft einem kalt den Rücken runter. Die Prophezeiungen des Alten wie Neuen Testaments scheinen bestätigt. Aber jetzt haben wir ein Datum. Wir haben den atomaren Holocaust, Weltkrieg, Jerusalem 2000 und 2006. Sehe ich das als unabwendbar an? Auf keinen Fall. Ich glaube vielmehr, die Bibel birgt diesen Code, damit wir die Warnung früh genug erhalten, um das Schreckliche zu verhindern. In der Bibel gibt es für jedermann einen Code, für jeden auf der Welt. Es sind Informationen für die Menschheit, die weise angewendet, dazu benutzt werden können, uns selbst zu retten und eine Welt zu überleben, die schon in Kürze sehr gefährlich sein könnte. Viele Gelehrte bezweifeln, dass die Bibel derartige Weissagungen enthält. Und Computerspezialisten meinen, dass sich jede beliebige Wortkombination finden lasse, wenn man nur genügend Zeit aufwendet. Hier haben wir den ersten wissenschaftlichen Beweis, dass wir nicht allein auf dieser Welt sind, dass es zumindest zu der Zeit, als die Bibel geschrieben wurde, noch andere Intelligenz gab. Das ist sensationell und ändert ganz bestimmt meine Anschauung von Realität. Doch in einem Punkt sind wir uns alle einig. Die Bibel hat bis heute ihre geheimnisvolle Aura und Faszination bewahrt. Jerusalem. Für Millionen Gläubige, Juden, Moslems und Christen ist diese historische Stadt heilig. Für Erich von Däniken der richtige Platz, um die Bibel zu erforschen, das Rätsel um den Tod Jesus Christus zu klären. An der Klagemauer, dem letzten Überbleibsel des Tempels, beten die Juden. Die leidenschaftlichen Gebete hier steigen angeblich direkt zu Gott auf. Die Grabeskirche, der Hauptanziehungspunkt für christliche Pilger. Sie markiert den Ort, an dem der Leidensweg Christi begann. Die Geschichte des Jesus von Nazareth begleitet uns seit knapp 2000 Jahren. Er ist durch die Landschaften Palästinas gezogen, predigte vom Königreich Gottes, bis sich zuletzt in Jerusalem sein Schicksal erfüllte. Verrat, Prozess, Kreuzigung und Auferstehung. An dieser Stelle, auf dem Hügel Golgatha, ist Jesus für uns am Kreuz gestorben. Dies ist die Grundlage des gesamten christlichen Glaubens. Was aber, wenn Jesus die Kreuzigung überlebt hätte
Ist ein derartiger Gedanke reine Blasphemie oder gibt es dafür eine Begründung? In den Schriften gibt es Beweise dafür, dass Jesus möglicherweise die Kreuzigung überlebt hat. Direkt gesagt, die Kreuzigung war ein Betrug. Einige werden diese Theorie sicherlich als anstößig empfinden. Es ist nicht meine Absicht, Menschen zu verletzen. Autor und Forscher Michael Bagent hat den Tod Jesu umfassend recherchiert und darüber geschrieben. Er gehört zu einer Reihe von Gelehrten, die glauben, dass die geschichtlichen Aufzeichnungen im Evangelium höchst fragwürdig sind. Wir müssen zwischen dem Jesus der Geschichte und dem Jesus der Religion differenzieren. Der Jesus der Religion basiert sicher auf dem Jesus der Geschichte, aber hunderte von Jahren der Überlieferung haben eine Figur geschaffen, die nicht wiederzuerkennen ist. Man kann die Figur des historischen Jesus nur unter Zuhilfenahme verschiedener historischer Dokumente, von denen einige das Neue Testament bilden, erkennen. Es gibt eine Anzahl von Gesichtspunkten des Neuen Testaments, die auch mich glauben lassen, dass Jesus die Kreuzigung überlebt hat. Die beiden bedeutsamsten Punkte finden sich bei der Kreuzigung selbst. Wir müssen verstehen, wenn jemand gekreuzigt wurde, starb er nicht schnell. Es war ein langsamer, sehr qualvoller, grauenhafter Tod. Es kann 2 Tage, 3 Tage, möglicherweise sogar eine Woche gedauert haben. Manchmal brachen Leute den Gekreuzigten die Knie, um den Tod zu beschleunigen, denn das erlaubte es ihnen, sich fallen zu lassen und das Knick zu brechen. Nun, Jesus starb angeblich in 2 bis 3 Stunden, ohne seine Knie gebrochen zu haben. Als Josef von Arimathea zu Pilatus ging und fragte, ob er den Leichnam haben könne, was in jedem Fall im Widerspruch zum römischen Recht stand, war Pilatus derart überrascht, dass Jesus so schnell gestorben war, dass er einen Zenturion zur Überprüfung schickte, um zu sehen, ob dem so war. Die 2. Eigenartigkeit ist, dass die Kreuzigung anscheinend in einem privaten Garten stattfand. Ein privater Garten mit einem Grab, der Josef von Arimathea gehörte. Das bedeutet, dass die Öffentlichkeit ferngehalten werden konnte, sollte es Betrügereien in Verbindung mit der Kreuzigung geben. Und Jesus konnte nach seinem sogenannten Tod ohne Aufsehen weggeschafft, wiederbelebt und versorgt werden. In Qumran, nahe der Höhle, in der der Hirtenjunge die Schriftrollen fand, soll sich einst ein Essenerkloster befunden haben. Die Essener lebten nach dem mosaischen Gesetz, es gibt nur einen Gott, und verwarfen alles, was in ihnen Habsucht erwecken konnte. Schmerzen überwanden sie durch Seelenstärke. Dieses Psychogramm passt auf den Einzelgänger Jesus. Wurde er als Knabe den Essenern zur Erziehung anvertraut? Lernte er von ihnen, die Marter am Kreuz zu ertragen und zu überwinden? Und wenn er die Kreuzigung überlebt hat, wurde Jesus hier wieder gesund gepflegt? Aber was geschah dann? Es gibt einige Theorien und ein paar Indizien, die uns Jesus an den entferntesten Punkten der Welt wiederfinden lässt. Die erste Spur führt ins Hochland von Indien. Die Essener vom Toten Meer wussten nämlich, dass im fernen Kaschmir ein israelitischer Stamm lebte. Direkte Abkommen des sagenumwobenen Königs Salomon. Gelang es Jesus, den allgegenwärtigen römischen Schergen zu entkommen und sich 4000 Kilometer in Richtung Osten durchzuschlagen? Liest man im Sanskritbuch Bahavishya Mahapurana nach, so traf genau das zu. Das Indiz. In einer engen Gasse in Srinagar, der Hauptstadt Kaschmirs, in einer Mischung aus Kirche und Moschee, das Grab Jesu. Seit 1900 Jahren in Dokumenten erwähnt und von Pilgern aus aller Welt besucht. Die Grabinschrift besagt, hier ruht Yus Asaf, genannt Yusu. Das ist der berühmte Prophet der Kinder Israels. Yusu ist die örtliche Schreibweise für den Namen Jesus. Eine noch obskurere Spur führt uns ins ferne Japan. Alljährlich am 10. Juni wird im Dorf Herai das Christusfestival gefeiert. Japan ist ein shintoistisches Land und christliche Glaubensbekenntnisse waren schon immer verboten.
Die Umstände, die zur Entstehung dieser Zeremonien beigetragen haben, sind höchst seltsam. Im Jahre 1934 wurden nämlich in einem örtlichen Shinto-Schrein einige wohlerhaltene Schriftrollen gefunden. Dokumente, die besagen, dass Jesus hier an diesem Ort, weniger als 100 Kilometer nördlich von Tokio, begraben liegt. Auch die genauen Umstände gehen aus diesen Dokumenten hervor. Jesus entkam der Kreuzigung, weil sich sein jüngerer Bruder für ihn geopfert hat und den Tod am Kreuz auf sich nahm. Der Holzpfahl neben dem Kreuz soll an dieses Opfer erinnern. Jesus entkam Pilatus Häschern und gelangte über Sibirien und Alaska nach Japan. Hier im Dorf soll er geheiratet, eine Reihe Kinder gezeugt und bis ins hohe Alter von 106 Jahren gelebt haben. Anzeichen für diese christliche Vergangenheit gibt es überall im Dorf. Zum Beispiel wurde bis vor kurzem allen neugeborenen Kindern mit Kohle ein Kreuz auf die Stirn gemalt. Und aus der Quelle am Dorfrand sprudelt heute noch heilendes Wasser hervor. Zeichen und Wunder geschahen schon immer im Namen Christi. Warum nicht auch hier, in Japan? Die wohl verblüffendste Geschichte über ein Leben Christi nach der Kreuzigung bringt uns in den Süden Frankreichs, in das 100-Seelendorf Rennes-le-Château am Fuße der Pyrenäen, wo es Anhaltspunkte gibt, dass Nachfahren Christi, Blutsverwandte, heute noch unter uns sind. Viele historische Ereignisse, die sich in dieser mysteriösen Landschaft abspielten, sind mit Berichten von sagenhaften Schätzen verwoben. Vom verschwundenen Schatz der Tempelritter bis hin zur Spekulation, dass der Heilige Gral von den Katharern hierher gebracht worden sei. So Michael, this is quite a luxurious place for a simple priest. Where did the money come from? Das war die Frage, mit der wir konfrontiert wurden, als wir vor 20 oder 21 Jahren zum ersten Mal auf diese Geschichte gestoßen sind. Die Geschichte wurde zu meinem Lebensinhalt und dem meiner Kollegen Richard Lee und Henry Lincoln. Aus den Recherchen entstand dann das Buch »Der Heilige Gral und seine Erben«. Aber die Geschichte endete nicht mit der Veröffentlichung unseres Buches, es war nur der Katalysator. Die Geschichte entwickelte sich und ist heute noch genauso rätselhaft, wie sie immer gewesen ist. Wir haben uns gefragt, was hat er gefunden? Juwelen, Münzen, Gold. Was er tatsächlich gefunden hat, waren vier Pergamente. Die Geschichte beginnt mit einem jungen Gemeindepfarrer namens Béranger Saunière. Béranger Saunière wurde erstmals 1885 im Alter von 33 Jahren nach Rennes-le-Château berufen. Er begann einige Renovierungsarbeiten an der Kirche vorzunehmen. Und im Verlaufe dieser Renovierung entfernte er Teile des Altars. Er fand heraus, dass eine der Stützen hohl war. In dem Hohlraum fand er vier Pergamentrollen. Und mit diesen vier Pergamentrollen nimmt das Rätsel von Rennes-le-Château tatsächlich seinen Anfang. In der Tat seltsame Dokumente, die Saunière hier fand. Zwei davon waren nämlich in einem Code geschrieben, die der Priester trotz allen Bemühungen nicht entschlüsseln konnte. Deshalb machte er sich mit den mysteriösen Pergamentrollen auf die Reise nach Paris. Dort halfen ihm Experten des französischen Geheimdienstes beim Entschlüsseln, und es wird angenommen, dass der Priester den Pergamentrollen ihr Geheimnis entrissen hat. Was er wirklich herausgefunden hat, werden wir wohl nie erfahren, denn die Dokumente waren danach auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Wir wissen nur, dass Saunière plötzlich über eine beachtliche Summe Geldes verfügte. Offensichtlich handelte es sich dabei um Schweigegeld, bezahlt von einer Institution, die unter allen Umständen vermeiden wollte, dass das Geheimnis von Rennes-le-Château an die Öffentlichkeit gelangte. Jedenfalls begann Saunière sofort nach seiner Rückkehr, die kleine Dorfkirche im großen Stile zu renovieren. Angeblich sollen einige der neuen Reliefs, die er in Auftrag gab, Hinweise auf das Geheimnis der Pergamentrollen enthalten.
In der Kirche von Rennes-le-Château gibt es einen bestimmten Anhaltspunkt, der mich glauben lässt, dass Saunière genau wusste, dass die Kreuzigung ein Betrug war. In seiner Beschreibung eines Gemäldes der 14. Station des Kreuzes, die normalerweise den Körper Christi zeigt, wie er zu Grabe getragen wird, zeigt Saunière, dass der Mond aufgegangen ist und das Passafest begonnen hat. Nun, kein Jude würde nach dem Beginn des Passafestes eine Leiche berühren. In der Tat, mit dieser Illustration zeigt Saunière, dass a. der Körper nicht leblos ist und b. dass sie den Körper aus dem Grab holen, anstatt ihn hineinzulegen. Es gibt Legenden, die besagen, Maria Magdalena sei aus dem Heiligen Land in den Süden Frankreichs gereist. Und progressive Forscher vermuten sogar, sie sei die Frau von Jesus gewesen. Es gibt eine Anzahl Dokumente, die von einem Verhältnis zwischen Jesus und Maria Magdalena sprechen, das nur mit dem Wort innig beschrieben werden kann. Zum Beispiel küsste er sie oft auf den Mund, bis hin zu dem Punkt, wo sich die anderen Jünger, vielleicht weil sie eifersüchtig waren, beschwerten. Jesus war schließlich ein Lehrer. Es war sehr ungewöhnlich für jüdische Religionslehrer, unverheiratet zu sein. Derart ungewöhnlich, dass es ein Stein des Anstoßes gewesen wäre, wäre er nicht verheiratet gewesen. Was ist Gottes erstes Gebot? Seid fruchtbar und mehret euch. Als Saunière im Jahre 1917 im Sterben lag, rief er nach einem Priester, der ihm die Beichte abnehmen sollte. Nach der Beichte flüchtete der Priester kreidebleich und schockiert aus dem Beichtzimmer. Es ist überliefert, dass er nie mehr gelächelt habe. Wer war Jesus wirklich? Der Jesus der Geschichte ist ein Mensch. Der Jesus der Mythologie ein Gott. Ich glaube, Saunière gab ein Geheimnis preis. Ein Geheimnis, das 2000 Jahre lang unterdrückt worden ist. Ein Geheimnis, das besagt, dass Jesus die Kreuzigung überlebt hat und ein Verhältnis mit Maria Magdalena hatte, aus dem Kinder hervorging. Und dass diese Kinder den Weg nach Frankreich gefunden haben, wo die Blutlinie Christi, die Blutlinie Davids, fortgeführt worden ist. Und in der Tat bis zum heutigen Tag andauert. Sie sehen hier den Unterschied zwischen dem Jesus der Theologie und dem historischen Jesus. Der Jesus der Theologie ist ein Gott. Er ist von der Jungfrau geboren, er geht über Wasser, ist von den Toten auferstanden. Der historische Jesus ist ein Mann wie jeder andere. Eine fantastische Story? Vielleicht. Aber wir stoßen immer wieder auf Indizien, die belegen, dass Jesus Kinder gezeugt hat. Kinder, deren Nachfahren heute noch unter uns leben. Wer sie sind, bleibt ein Geheimnis. Erich von Däniken zeigt uns die Bibel von einer völlig neuen Seite. Ein spannendes Buch, voller Geheimnisse, die wir dort nicht vermutet hätten. Spuren von Außerirdischen. Die biblischen Geschichten sind zeitlos. Seit Jahrtausenden haben sie nichts von ihrer Kraft und Faszination verloren. Ich habe versucht, meine Gedanken hierzu mit Ihnen zu teilen. Was Sie glauben, müssen Sie selbstverständlich mit sich selbst ausmachen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.